Hallo, längst überfällig Zuschauergeschenke auspacken. Ich habe zwei Päckchen hier liegen, die habe ich schon seit 3 bzw. 4 Tage und habe sie noch nicht ausgepackt, aber heute ist es soweit. Es muss ja alles immer ein bisschen passen. Ich kann nicht jeden Tag hintereinander, wenn es mal ist, Unboxing machen. Das wird dann langweilig. Ich muss also die Themen ein bisschen streuen und deswegen habe ich die jetzt bewusst liegen gelassen und mache sie erst heute auf. Fangen wir an, egal wo. Fangen wir mit dem hier an, das ist glaube ich länger da. Das ist vom Michael aus Berlin. Nicht schwer. Das machen wir jetzt mal auf. Also Michael, schau mal, was aus der Hauptstadt kommt zu mir. Das liegt tatsächlich da und ich bin schon gespannt, was drin ist und habe mich selbst zurückgehalten, das aufzumachen. Aber das steigert natürlich die Vorfreude. Ein Brief liegt dabei. Servus Ed, vielen Dank für deine interessanten Videos. Vielleicht kannst du für ein Feldkochvideo etwas aus dem Buch verwenden. Das andere Buch ist vielleicht auch etwas für dich. Ansonsten Prost, Michael. Also, Bücher und was zum Trinken. Schauen wir mal rein. Ein Schultheißpilsener. Wenn es jetzt kalt gewesen wäre, hätte ich sofort aufgerissen. Das verspreche ich euch. Ich habe mich duscht wie ein Fisch. Aha. Und das sieht einmal mega interessant aus. Mega interessant. The US Army Cook's Manual. Das Kochbuch für die US Army. Ich vermute, aus der Zeit des Ersten Weltkriegs schaut es aus. Oder auch aus der Zwischenkriegszeit. Weil wenn man die Uniformen hier sieht, die Illustrationen. Hier sieht man auch so Feldküchen abgebildet im Betrieb. Wer mein Video angeschaut hat über diesen MRE-Test, die haben damals schon diese Teller verwendet, die ich gestern in dem Video verwendet habe. Ist tatsächlich so, aus dem Amerikanisch-Spanischen Krieg und aus dem von 1916. Ich werde es interessierend lesen und vielleicht das eine oder andere Rezept rausfischen. Ich muss tatsächlich mal wieder irgendwann ein Feldkochvideo machen. Weltklasse. Und hier noch ein Buch. Die US-Spezialkräfte in Berlin. Geheime Einsätze im Kalten Krieg 1956 bis 1990. Sehr tolles Hintergrundwissen. Was haben wir denn da hinten drin für einen Zettel? Da erfährt man vielleicht, was so hinter den Kulissen alles gelaufen ist. Sehr interessant. Kommt neben das Bett. Klasse. So, packen wir das wieder rein. Das Bier werde ich kalt stellen. Vielleicht genehmigt man das. Das kommt in die Gefriertruhe, das trinke ich heute noch. Und jetzt kommt das Packerl vom Christian aus München. Der Landeshauptstadt. Vom Thomas und vom Christian. Schauen wir natürlich auch gleich rein, was Aufschlussreiches drinsteht. Auf einem Meldeblock geschrieben. Wir schauen uns mit großer Begeisterung deine Videos. Wir sind beide viel in der Welt unterwegs und haben auf unseren letzten Reisen ein paar Dinge gekauft, wo wir uns gedacht haben, dass du bestimmt gerne mal testen würdest. Combat Rations, Soju und Kimchi aus Südkorea, Haggis aus Schottland,
Krickli Lunchi aus Norwegen, kennst du natürlich schon, Apfelwein aus Frankfurt. Eine Combination, was es ist, wovon Miau vielleicht, keine Ahnung, lass ich mich überraschen. Eine rote und eine grüne. In koreanischer Beschreibung. Hinten kann ich schon sehen, dass man heißes Wasser reinschüttet. Dann haben wir hier ein nordkoreanisches Wasser aus dem Grenzfluss zu Nordkorea oder Reiswein oder sonst was. Keine Ahnung. Ist das Wasser oder ist das sonst was? Völlig überfragt, aber interessant. Kimchi kenne ich natürlich. Macht meine Frau ab und zu selber. Finde ich klasse, das Zeug. Soll ja mega gesund sein. Ein Frankfurter Appleboy. Haggis in a Skin mit den feinsten Zutaten, also Schafsmagen gefüllt mit irgendwas. Ich habe sogar noch einen. Hört sich böse an, beim Schütteln gluckert es. Das stellen wir jetzt vor, in der Dose ist so ein gefülltes Magenstück abgebunden und es schwimmt in der Lake. Ich will es mir nicht vorstellen, aber er wird natürlich gegessen. Quicklunsi. Da muss ich, bekommen mir fast die Tränen, an Apetor denken. Das war sein Snack, den er auf seine Touren immer dabei gehabt hat. Quicklunsi. Werden wir heuer wieder ein kleines Gedenk machen, Gedenkvideo an Apetor, und da kommt es zum Einsatz. Und hier noch. Ein Hallertauer Hopfengold. Ein Likör aus Hopfen und Kräutern. Klasse. Thomas und Christian, tolles Paket mit Sachen für mehrere Videos. Ich bedanke mich bei allen und wir sehen uns. Wird alles probiert, versprochen.